Hallo. Ich gehe jetzt Golf fahren. Und ich gehe Golf spielen. Golf fahren. Fahr jetzt zum Golf spielen. Ich gehe raus. Schön. Das ist Sarahs schönes. Ich bin heute bin ich die Münchnerin Sarah Bernauer aus der Leopoldstraße. Ich habe da nur gearbeitet, aber. Und ich bin einfach Lina. Du bist einfach das Playgirl, Lina. Ja. Die kleine Putze. Ja, genau. Gut. Let's fetch. Hast du einen Schlüssel? Nein. Ich habe nur Schlüssel, Handy, Wasser, meinte. Sonst brauche ich nichts, meinte mich. Viel Spaß. Gute Laune einpacken. Achso. Na, was brauchst du? Also, du brauchst hast feste du? Schuhe. Eine. Du musst dich eine Regenjacke. Und gute Laune. Ja, und dann kannst du mitkommen. Stell dir mal vor, du sagst dann so an bei so einer Partyanladung so, du, sorry, ich kann nicht kommen. Weil so, ich hab die gute Laune nicht. Ich hab keine Laune heute. Ja, dann wär's manchmal echt besser, wenn die einfach da bleiben würden. So. Ja, dann bist du eigentlich einfach so, ja, dann komm nicht, wirklich. Ja, ich bin jetzt diese Steine hier hoch und runter geklettert. Ich war heute Morgen schon so fertig, ich hatte dieses eine Fotoshooting, es war so ein Bild. Und das war's. Das ist der, was ist das? Atlantik? Ich glaube Atlantik und Pazifik. Ja. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt. Genau. Genau. Weil ich bin. Huiuiui. Ich bin so verbrannt hier. Und es sieht einfach aus, als könnte ich, als hätte ich Spaghetti gegessen und hätte meinen Mund nicht geputzt. So sieht man hier. Weil ich halt immer in der Sonne, oh Gott, ich sehe so schlimm. Ich kann mich nicht erzählen. Ich bin so froh, dass wir Maske tragen müssen. Weil ich immer mein T-Shirt so auf meine Stirn und meine Augen lege, weil es mir so zu hell ist. Ja, ich habe mir dieses Hemd gekauft. Finde ich voll cute. Das ist auch mein Arbeitsoutfit für heute. Wir haben heute Beachparty. Und deswegen, also Motto ist Beachparty. Wir haben keine Party leider. Ja. Und, was soll ich noch sagen? Ja, ich war heute draußen in St. Kitts. Auf St. Kitts. Es war wirklich sehr schön. Es war so entspannt. Ich war mit ein paar Gastgebern. Nee, mit einer. Nein, mit zwei. Und dann noch ein paar, noch zwei anderen. Es war so schön und ja, einfach mal wieder chillen. Die letzten Tage waren so anstrengend. Ich kann gar nicht sagen wieso, aber sie waren einfach nur anstrengend. Und morgen ist ein Seetag. Ich bin gespannt, wie viel wir da wieder arbeiten müssen. Der letzte Tag, dann ist die Reise vorbei. Dann geht's nochmal los. Neue Runde. Wir fahren morgen wieder nach La Romana. Und dann haben wir wieder Seetag. Und dann darf ich nicht raus. Dann nochmal Seetag. Okay, dann darf ich drei Tage nicht raus. Aber dann wieder in Mexiko. Jetzt mein Outfit. Auf the evening. Aber, ich sehe, ich kann das nicht angucken. Meine Lippen sind so verbrannt. Ich gehe mich jetzt ganz schön umziehen. Eigentlich ein Stimmen. Ich werde diese Szene eigentlich jeden Tag gleich machen, weil ich sehe jeden Tag gleich aus, weil meine Sportoutfits. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon gestern gesagt? Ich weiß nicht. Meine Sportoutfits sehen halt jeden Tag gleich aus so. Deswegen. Backpacking Life. Ich habe halt nur einen dabei. Falls ihr wissen wollt, was ich dabei habe, ich habe ja meine Packliste abgedreht. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hochgeladen habe. I don't know, but when
dann könnt ihr natürlich gerne meine Packliste, ein Video dazu anschauen. Und wenn ich dann nicht. Ich habe übrigens hier dieses wunderschöne Mäppchen selbst gebastelt. Und das ist jetzt mein Erdbeutel AirPods Täschchen. Und boah, ich finde es so spannend, was für Informationen ich erhitte. Mein Jacob. Jetzt duschen und jetzt noch kurz zu den anderen. Ich hoffe, wir müssen eigentlich noch ab. Oh Gott, wir müssen noch abdekorieren. Es ist schon 12:30 und wir müssen noch arbeiten, ey. Stressig. Ich will meine Beine auch nicht mehr. Guten Morgen! Mein Mund ist immer noch so verbrannt und es tut einfach nur weh hier, meine Lippen. Ich bin so müde wieder. Ich weiß nicht. Ich brauche mehr Schlaf. Aber es ist echt schwierig, mehr zu schlafen. Weil jetzt kann ich nicht schlafen gehen, weil jetzt dann würde ich das Mittagessen verschlafen. Das muss ich aber machen. Und später würde ich das Abendessen verschlafen. Guten Morgen, New Day. Ich gehe jetzt arbeiten. Also ich war schon arbeiten, aber habe mich gerade umgezogen. Und ey, ich will hochfahren, nicht schon wieder stehen bleiben. Ja, jetzt fahre ich hoch. Ich habe jetzt Boccia. Und da noch irgendwas.